Treptow-Köpenick ist reizvoll, vielfältig und zugleich erholsam. Die ganz besondere Tourismusregion schließt sich direkt an die historische Mitte der Hauptstadt an und in keiner anderen Großstadt Europas gibt es mehr Wasser. Die Flüsse Spree und Dahme, dazu 7 Seen sowie viele befahrbare Kanäle bilden im Südosten ein dichtes Netz von Gewässern und Wasserstraßen und machen diesen Teil Berlins nicht nur zum Besuchermagneten, sondern auch direkt zum Drehkreuz für Wassertouristen. In zahlreichen Parkanlagen und Waldgebieten gibt es ein wahres Eldorado an Aktiverholung zu entdecken. Ja, und die über 800-jährige Geschichte der Altstadt Köpenick spiegelt sich im barocken Schloss Köpenick wider, welches jahrhundertelang den Hohenzollern gehörte und heute allen als Museum zur Verfügung steht. Wir sind zu Gast an diesem wunderbaren, idyllischen Ort, dem Schloss Köpenick mit dem Chalk am Schloss. Erleben Sie in den folgenden Minuten eine spannende Gesprächsrunde über einen der kulturvollsten Bezirke unserer Stadt. Liebe Gäste, liebe Zuschauer zu Hause, ich grüße Sie alle recht herzlich hier bei uns im wunderschönen Köpenick. Berlin ist in Europa eine der beliebtesten Kulturmetropolen. Das merkt man ganz besonders an den Besucherzahlen. Im letzten Jahr sind es 12,7 Millionen Besucher gewesen, allein nur bei uns über 30 Millionen Übernachtungen. Allein das ist schon ein Ausdruck, wie beliebt unsere Stadt mittlerweile geworden ist. 80% aller dieser Besucher entscheiden sich ganz bewusst für Berlin wegen dem Kulturangebot. In die Kulturförderung in Berlin fließen im Jahr, das ist übrigens der zweitgrößte Etat in Deutschland, knapp über 500 Millionen Euro. Davon kommen in Treptow-Köpenick gerade mal 1 Million an. Das sind etwa 0,2%. Da kann jeder jetzt sich entscheiden, ob das wohl genug ist für so einen hervorragenden Bezirk. Wenn wir auf der anderen Seite in die Potenziale reinschauen, dann wird schnell deutlich, dass wir in Köpenick tatsächlich, in Treptow-Köpenick, sehr, sehr viel zu bieten haben. Wir haben eine der größten Veranstaltungsflächen Open Air mit dem Treptower Park. Wir haben auf der anderen Seite eine unglaubliche Entwicklung, eine Wiederbelebung der alten Industriekultur. Wir haben mit den Rheinbeck-Hallen, Herr Herrmann sitzt heute unter uns, eine wunderbare Revitalisierung von wunderschönen Ateliers, die gebaut werden, wo mittlerweile Künstler aus der ganzen Welt bei uns ihr Zuhause gefunden haben. Wir haben mit dem Funkhaus in der Naleperstraße ein wunderschönes Objekt, was viel Historie mitbringt, was mittlerweile wieder belebt wird. Wir haben die Kindelbühne, die zweitgrößte Freilichtbühne Berlins. Wir haben das Wasserschloss, das einzige Wasserschloss Berlins und wir haben eine lebendige Kulturmarke und das ist etwas Wertvolles, was tatsächlich nur wir bei uns in unserem Bezirk haben. Liebe Gäste, begrüßen Sie recht herzlich unter uns unseren Hauptmann von Köpenick. Der Hauptmann von Köpenick ist unglaublich engagiert bei uns in der Region. Herr Hilbrecht, schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie vor allen Dingen Zeit gefunden haben, heute auch unter uns zu sein. So, liebe Gäste. Und ich habe mir für dieses Thema, und das ist sicherlich ein spannendes, nicht nur ein spannendes, vor allen Dingen, sondern ein belebtes, ein lebendiges Thema, habe ich mir 2 oder 3 ganz tolle Gäste mit dazugeholt. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Begrüßen Sie bitte recht herzlich mit einem warmen Applaus unter uns. Lieber Gregor Gysi, schön, dass du da bist. Bundestagsabgeordneter der Partei Die Linke und vor allen Dingen Präsident der Europäischen Linken. Danke, dass du da bist. Es freut mich sehr, Wolfgang Klippert, dass du zu uns gekommen bist. Er ist nicht nur Künstler, er ist Moderator und vor allen Dingen, er ist ein super Entertainer. Schön, Wolfgang, dass du auch mit dazu gekommen bist. Und liebe Zuschauer, vielen von Ihnen wird er schon bekannt sein, Alf Arthur. Er ist Pianist, Sänger, Autor und Gott von Knockator. Alf, schön, dass du gekommen bist. Ja, meine lieben Gäste, ich würde euch gerne zu mir bitten, kommt bitte auf die Bühne. Ja, lieber Gregor, jetzt wird es spannend. Also jetzt, dann kommt bitte zu uns auf die Bühne. Ich habe dir das rote Mikrofon besorgt. Ich nehme den Hut gleich ab. Ich wollte ihm bloß zeigen, dass ich einen neuen Hut habe. Das ist gelungen. Wolfgang, wenn man dich so ein bisschen mal betrachtet in deinem Kulturschaffen in den ganzen vielen Jahren, also so viel sind es ja noch nicht, aber in den vielen Bühnenjahren... Ich stehe erst am Anfang. Ja, in den optisch meine ich. Aber in den vielen Bühnenjahren... Er tritt immer bei den jungen Talenten auf. Ja. Ja, ja. In den vielen Bühnenjahren, die du vorzuweisen hast, also ich sicherlich kulturell auf jeder Bühne schon mal irgendwo betreten gewesen. Wenn man
das mal betrachtet auf Treptow-Köpenick. Was sind eigentlich kulturelle Themen, die dir spontan als erstes sofort einfallen, wenn du so in die Geschichte mal reinschaust im Zusammenhang mit Treptow-Köpenick? Da fällt mir eine ganze Menge ein. Da fällt mir zum Beispiel Jazz ein. Das ist ja hier, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das gelaufen ist. Alle großen dieser Welt waren, glaube ich, hier im Rathaus, also auf dem wunderschönen Hof des Rathauses. Da fällt mir ganz früher der Köpenicker Sommer ein, das also ein ganz breites Programm war. Da fällt mir das wunderschöne Schloss ein. Ich bin ein großer Fan von diesem Schloss. Mir gefällt die Geschichte, was da alles so passiert ist, politisch, kulturell, etc. etc. Da gibt es ganz viel Kultur. Du hast vorhin gesagt, Treptow, da sind auch viele Dinge neu entstanden, viele Hotspots da, wo Kultur ist. Dann natürlich der Berliner Rundfunk, wo ich also wirklich einige Jahre meines Berufslebens verbracht habe, in dunklen Studios nachts und für alle möglichen Leute den Chor gesungen habe oder ich weiß nicht was alles. Also ganz viele schöne Erinnerungen. Ich habe ja hier gewohnt eine Zeit lang in Köpenick, genauer gesagt in Friedrichshagen. Habe dort meine Erfahrung gesammelt, was das Bauen mit Kinos anbetrifft und habe sehr viel gelernt, schmerzlich. Alf weiß fast alles, er kennt die Geschichte. Ich habe mal irgendwann, als das immer noch ein Kino war, mit meinem damaligen Manager entschieden, na klar, muss da mal eine Band spielen, da muss irgendwie mal was los sein. Und natürlich hat doch Knorkator da gespielt. Ja? Und das endete damit, dass also ganz viele Polizeiautos vor der Tür standen und wir da super viel Bewegung hatten. Und so, das war also ganz prima. Also ich liebe diesen Bezirk. Und Gregor hat mir gerade gesagt, das wusste ich überhaupt nicht, dass du hier der Matador bist sozusagen. Deswegen hast du auch diesen roten Ball da oben drauf jetzt. Ja, das ist ein bisschen übertrieben, aber es ist mein Wahlkreis. Hier bin ich direkt gewählt worden. Dann kannst du doch das mit diesen 0,2% mal endlich ändern. Das wird ja irgendwie sehr eklatant wenig. Ja, das ist wahr. Ich würde vorschlagen... Also mit den Aktfotos nicht, kannst du ja weitermachen, wenn dir das gefällt. Du hast hier doch noch gar nicht gesehen. Du kannst bei einer Ausstellung gerne besuchen. Ja? Ich komme. Die hat noch bis 30. Juni offen. Ne? Aber Gregor, lass uns vielleicht auf den Ball gleich nochmal einsteigen, was diese Kulturförderung hier bei uns betrifft. Alf, ganz kurz nochmal zu dir. Es ist eben schon angesprochen worden, ihr beide kennt euch auch schon aus früheren Tagen. Du bist gerade zurück von der Tour gekommen. Ich glaube, 1. April war, glaube ich, der letzte Tag von der Tour mit Knorkator. Ist richtig? Genau so ist es. Okay. Sag mal, in dem Zusammenhang, du bist Köpenicker, kommst aus Friedrichshagen. Ja, also ich wohne jetzt schon seit Ewigkeiten in Köpenick. Geboren bin ich hier nicht, aber seit, sagen wir mal, 90 bin ich eigentlich hier zu Hause. Dann habe ich gesehen, dass du also am 20.10. bei uns gerade hier in der Altstadt, in der Freiheit 15, mit großer Wahrscheinlichkeit einen Auftritt haben wirst. Hat mich natürlich besonders gefreut. Warum gerade die Entscheidung nun für diesen Bezirk und warum nicht komplett in die Szene, in die Mitte rein? Warum gerade Treptow-Köpenick? Ja, ich könnte jetzt natürlich sagen, weil ich diesen Bezirk unterstützen möchte mit Kultur, aber es ist einfach so, hier kennt man sich, weißt du, hier kann ich hingehen und sagen, sag mal, hast du nicht noch einen Slot frei irgendwo im Oktober? Na klar, weißt du, wenn ich da irgendwie in die Stadt gehe, dann sagen sie, was, Alf, A, wer, was? Ja, ja. Deswegen. Mach dich nicht so klein, Knorkator. Ja, du, ja, die Band, Band kennen sie alle, aber ich meine, mein Solo-Programm, um das es ja da geht, das ist eher noch so im Anfang begriffen, weißt du. Was verbindest du einfach in kultureller Hinsicht mit unserem Bezirk? Ich meine, du wohnst jetzt schon eine Weile hier, du entscheidest dich auch Kulturprogramme gerade hier zu absolvieren. Was verbindest du kulturell mit unserem Bezirk? Naja, also meine Band und ich, wir sind ja hier quasi entstanden und sind von hier groß geworden. Ne? Inzwischen ist es so, dass wir selber hier in Köpenick nicht mehr auftreten können. Aber es war natürlich ganz viel... Naja, von dem, was in Köpenick damals eine Rolle spielte, die Community, die Bands, die um uns herum waren, schon zu Ostzeiten, wer hier immer zu den Einstufungen gekommen ist. Man kannte sich einfach, man konnte sich gegenseitig helfen. Also das ist schon irgendwie aus meiner Sicht ein Köpenicker Produkt, auch wenn wir jetzt nicht alle Köpenicker sind in der Band. Jetzt haben wir eben schon gehört, da komme ich nochmal zu dir, Gregor, dass Kulturförderung in Berlin zumindest gefühlt manchmal so ein bisschen eine ungerechte Verteilung hat. Und wenn man hört, 0,2% von einem Gesamtetat, das was gerade bei uns ankommt, was sind denn aus deiner Sicht eigentlich so Bausteine in einer Kulturförderung, an die man sich als Kulturschaffender in so einem Bezirk wie unserem Bezirk orientieren müsste, damit einfach ein bisschen mehr da auch in der Förderung passiert? Also das ist sehr schwer, den Kulturschaffenden dort Maßstäbe zu nennen, weil ich glaube, dass die nicht gelten.
Ich sag mal ein paar Beispiele. Natürlich muss es eine Hochkultur geben und die haben wir. Und dadurch, dass wir mal geteilt waren und jetzt zusammen sind, haben wir natürlich vieles doppelt. Wir haben eben ein Zoo und einen Tierpark. Wir haben eben drei Opern. Wir haben sehr viele Theater etc. Das ist aber auch schön, das ist ja auch ein Anziehungspunkt. Ich sage nur immer, wenn man Hochkultur hat, muss man auch Alternativ- und Szenekultur fördern. Anders geht es nicht. Und der Szene- und Alternativkultur, sage ich wiederum, es gäbe sie nicht ohne die Hochkultur. Also die sollen sich nicht als Alternativen, sondern gegenseitig als Ergänzung sehen. Und dann versuche ich jetzt auch im Gespräch mit unserem neuen Kultursenator, dazu sage ich noch was, hinzubekommen, dass man das Zentrum natürlich fördern muss, aber man darf die Bezirke außerhalb des Zentrums nicht vergessen. Auch hier muss es ein Kulturleben gehen. Und da müsste es zum Beispiel Maßstäbe geben nach Einwohnern etc., wie man die Förderung dann verteilt. Nur haben wir ja mehr Geld für Kultur bekommen durch den Hauptstadtvertrag. Dann gibt es zum Beispiel eine Sache, die mich sehr ärgert. Es gibt eine Förderung für Boulevardtheater in Berlin. Aber es gibt anerkannte Boulevardtheater nur in Berlin, Klammer auf West, Klammer zu. Kein einziges in Berlin, Klammer auf Ost, Klammer zu. Und ich bin sehr dafür, dass die Boulevardtheater in West-Berlin gefördert werden. Aber ich sehe überhaupt nicht ein, dass keins aus Ost-Berlin dabei ist. Mir ist das auch vorstellen, sollen Sie doch das Stadttheater Köpenick von meinetwegen Boulevardtheater nennen oder wie Sie wollen. Auf jeden Fall, wir kriegen die Förderung. Das ist mir wichtig, weil alles andere ist ungerecht. Solche Dinge zum Beispiel, da müssen wir kämpfen. Und wenn ich dann noch eins sagen darf, was mich wirklich ärgert, das ist eine Sache für ganz Berlin. Der Hauptmann von Köpenick, kann man sagen, ist über die Literatur sogar weltberühmt. Er ist in ganz Deutschland bekannt. Und wir haben kein einziges Theater für den Hauptmann von Köpenick. Das geht doch nicht. Das ist doch absurd. Und da muss der Bezirk Druck machen und das muss in Berlin endlich mal durchkommen und da müssen wir uns das leisten können, finde ich. Wir können uns so viel Mist leisten, also sollten wir uns das auch leisten können. Ich würde an der Stelle sagen, Herr Gysi, für uns auch, für Sie, liebe Zuschauer, wir machen ganz kurz eine kleine Pause, steigen ganz oder im Anschluss gleich nochmal darauf ein, weil ich würde gerne diesen Punkt nochmal vertiefen wollen. Ja, aber ganz kurze Pause. Wir sind gleich wieder da.